was mit. Bei Ernst Dings Family haben die gerade übelst reduziert. Vielleicht lohnt sich ja auch noch, wenn ihr noch vorbei. Da gab es nichts, genau. Ich habe eigentlich gesagt, Bella, wenn dir was gefällt, darfst du es mit. Bin ich total aufgeregt, als ob ich jetzt gleich einen Schwangerschaftstest mache oder so, aber soweit, willkommen ein Baby. Also hallo ihr Lieben. Ach so. Ich filme jetzt mit dem Handy, also ich hoffe, die Qualität geht trotzdem. Aber ich wollte diesen Moment irgendwie jetzt trotzdem noch festhalten. Und zwar stehe ich jetzt vorm Frauenarzt und mir wird meine Kupferspirale jetzt gleich entfernt. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Ich habe ein bisschen Angst, dass es wehtut. Ich hatte schon mal eine Kupferspirale, kann mich aber nicht an Schmerzen oder an irgendwas mehr erinnern. Keine Ahnung warum. Und irgendwie bin ich total aufgeregt, als ob ich jetzt gleich einen Schwangerschaftstest mache oder so. Aber ich weiß nicht, es fühlt sich so, ja, jetzt ist es dann wirklich soweit. Willkommen ein Baby. Also falls es klappt, keine Ahnung. Aber es ist schon mal der erste Schritt, die Verhütung wird rausgenommen. Ich habe übrigens meine Periode. Ich finde jetzt auch das irgendwie ein bisschen komisch. Habe irgendwie Angst, dass ich hier das ganze, den ganzen Stuhl voll blute. Sorry, dass ich das so sage, aber das sind so meine Gedanken gerade, wo ich irgendwie ein komisches, mulmiges Gefühl habe, wirklich da mich jetzt auf den Stuhl zu legen, währenddem, vor allem habe ich mein OB drinne, soll ich das vorher ausnehmen, soll ich mit dem OB auf den Stuhl, nimmt die mir das raus, ist ja auch irgendwie komisch, ja, keine Ahnung, bin irgendwie total aufgeregt und bin gespannt, ob es weh tut, ein bisschen Angst habe ich und freue mich aber trotzdem voll drauf, dass sie jetzt heute rauskommt, weil das heißt, wir können starten, wir können schauen, ob uns der Zufall, das Glück, das Schicksal noch ein drittes Baby ermöglicht oder nicht. Ja, ich bin mega gespannt und ich gehe jetzt einfach mal rein. Es bringt ja jetzt alles nichts. Ja, und ich werde euch danach auf jeden Fall berichten, wie es war, ob ich das ganze Zimmer voll geblutet habe. Der ein oder andere denkt sich bestimmt, boah, widerlich, ich kotze gleich. Aber es ist ja nun mal so. Es ist besser, die Spirale, die Kupferspirale rausnehmen zu lassen, wenn man seine Periode hat, weil das dann nicht so viel Schmerzen hat, weil der Muttermund offen ist. Anstatt, wenn man sie, man kann es auch, wenn nicht die Periode man hat, rausnehmen lassen, aber das soll anscheinend sehr schmerzhaft sein. Deswegen bin ich froh, dass ich meine Periode habe, aber irgendwie trotzdem komisch da voll geblutet dahin zu gehen. So ungefähr, wisst ihr, wie ich meine? Ach, ganz komisch. Egal, ich erzähle euch auf jeden Fall, wie es danach war. Ich bin gespannt. Jetzt gehe ich erstmal rein, sonst komme ich noch zu spät. Ach, so, Spirale ist draußen. Oh mein Gott, das war jetzt was. Und zwar, also ich erkläre euch jetzt mal alles, weil ihr wollt ja bestimmt alles wissen. Ich muss mal das Handy ein bisschen weiter weg, sonst bin ich so nah und ich bin so, mir ist so heiß, heute ist auch so warm wieder. Egal. Also, ich musste auf den Stuhl. Ich habe sie dann gefragt, soll ich das OB rausziehen? Aber ich wüsste ja gar nicht, wohin damit. Weil ihr tut es ja, ihr wisst ja, wenn ihr über Frauenarzt seid. Oh Gott, wenn jetzt Männer dazu schauen, denken sich auch, oh mein Gott, was höre ich mir da gerade an? Aber egal. Wenn man sich untenrum frei machen muss, da ist ja nichts, wo man sein OB hinlegen kann. Ne? Also habe ich mir dann gedacht, gut, ich frage jetzt einfach mal, was ich denn jetzt machen soll. Ich habe gesagt, ich habe ein OB drin, soll ich es rausziehen oder nicht? Dann hat sie gesagt, nee, lassen Sie es drin, okay? Dann bin ich mit dem OB untenrum nackert, da auf diesen super Stuhl gegangen. Und dann hat sie mir das OB rausgezogen. Leute, das ist so ein komisches Gefühl, wenn die Frauenärztin einen das OB rauszieht. Also ganz komisch. Dann hat sie mir das rausgezogen. Ich dachte mir, oh Gott, ist das peinlich. Egal. Hat sie es mir rausgezogen. Dann hat sie mir so eine Zange. Kennt ihr ja bestimmt diese Metallzangen da unten rein. Und dann hat sie gesagt, oh, sie sieht jetzt keinen Faden. Ich so, Gott, was wird denn das jetzt? Ja, sie sieht den Faden jetzt nicht. Ja, da musst du jetzt gucken. Es könnte jetzt länger dauern und ich kann mich drauf einstellen, hat sie gesagt. Dachte mir, oh Gott, was wird das für eine Rumwühlerei, weil sie sieht nichts. Das muss sie jetzt halt einfach immer wieder versuchen, mit ihrer Zange dazu irgendwas zu ziehen. Dachte mir schon, Gott, oh Gott, sie zieht mir gleich alles raus. Naja, auf jeden Fall hat sie dann mal gesagt, ich soll kurz husten. Dann habe ich gehustet und dann schwupps hat sie das Ding in der Hand gehabt, das vollgeblutete. Ja, und draußen war sie. Und es war nur so ein kurzes Ziehen und das war's. Also man beim Rausmachen überhaupt gar keine Schmerzen oder irgendwas. Also da brauchst du überhaupt keine Angst haben. Beim Reinmachen damals war es auch nur so ein kurzes Ziehen und das war dann so ein komisches Gefühl den ganzen Tag lang und das war's. Und jetzt hat es auch noch so ein komisches Gefühl, als ob irgendwas fehlt. Ja, fühlt sich so ein bisschen komisch an, aber alles gut. Also
Und die Frauenärztin hat auch gemeint, das ist von Praxis zu Praxis unterschiedlich. Man kann das während der Periode machen, dann ist der Muttermund einfach geöffnet, geht es leichter, muss aber nicht. Also sie macht es in beiden Fällen. Ja, also je nachdem, wie jemandem was lieber ist. Ja, also es war kein großer Eck, das ist draußen. Kosten, das habe ich mich auch nämlich gefragt. Im Internet steht, manchmal muss man dafür zahlen oder nicht. Ich musste dafür jetzt nichts zahlen, also fürs Rausziehen. Ich bin jetzt auch gewundert, weil im Endeffekt hat das jetzt 2 Minuten gebraucht. Klar, wenn sie mir länger suchen hätte müssen, hätte es wahrscheinlich länger gedauert, aber sie hat es ja gleich flupp und war das Ding draußen. Also alles gut. Jetzt geht's los in unserer Kinderplanung. Ja, ich freue mich schon. Hallo ihr Lieben, ich mache mal meinen Vlog weiter. Ich habe irgendwann mal angefangen und irgendwann wieder aufgehört. Typisch ich, aber egal. Heute geht es auf jeden Fall weiter und heute gibt es auch irgendwas Spannendes, auf jeden Fall. Und zwar muss ich einerseits jetzt erstmal zur Bank, weil ich den Dauerauftrag für den Kindergarten ändern muss. Da hat sich der Satz da irgendwie geändert. Das mache ich jetzt zuerst, dann fahre ich zum Rossmann, weil ich unbedingt Geschirrspültabs brauche. Dann brauche ich Wattepads und ach, noch andere Sachen. Zeige ich euch dann auf jeden Fall, was ich gekauft habe. Vielleicht nehme ich euch auch beim. Hammer, man muss ganz schön ein Bäuerchen machen. Vielleicht nehme ich euch auch beim Rossmann ein bisschen mit. Und dann ist ja meine Kleine heute erster Kindergartentag, genau. Und dann will ich mit meiner Großen später am Mittag noch in die Stadt ein bisschen. Wir brauchen vielleicht noch Leggings, Winterleggings und sowas. Also werden vielleicht noch Hauls auf euch zukommen. Ja, deswegen dachte ich mir, ich muss auf jeden Fall meinen Vlog weitermachen. Ja, das ist so der erste Tagesablauf, was jetzt mal passieren wird. Ja, und ich mache jetzt auch gleich los, weil sonst schaffe ich wieder nichts. Wir haben es nämlich jetzt auch schon 10 Uhr. Ja, und kalt ist es auch wieder. Es ist Winter, es ist Herbst, deswegen habe ich eine Jacke an. Ich bin ja gerade im Rossmann und schaut mal, was da ist. Ich habe noch nie auf einem Produkt Coronavirus gelesen. Soll ich das vielleicht mitnehmen als Waschmittel? Ich bin wieder zurück vom Rossmann. Wollte noch zur Bank, aber irgendwie hat unsere Bank geschlossen. Jetzt muss ich später mit der Großen, müssen noch zur Bank, Bella. Ja, war ich dann später. Wir gehen ja noch mal in die Stadt. Ich war jetzt dann nur beim Rossmann schnell und beim Kick war ich schnell. Beim Kick kamen nur Batterien mit, weil wir haben einen Verschleiß von Batterien ohne Ende. Ich habe jetzt schon öfters überlegt, ich glaube, ich muss mir so wiederaufladbare mal kaufen. Ja, habe ich schon seit Jahren überlegt und irgendwie immer noch nicht getan. Vielleicht soll ich das mal wirklich tun. 1 Euro pro Packung auf jeden Fall. Und beim Rossmann kamen Sachen mit, die uns jetzt einfach gefehlt haben. Wie zum Beispiel Geschirrspülmaschinentops. Die haben jetzt 2,65 gekostet. Ja, ich habe die ganz einfach und billigen mitgenommen. Da gab es auch noch welche, die wo so eine selbstauflösende Ding haben. Ich glaube 3,25 oder so hätten die gekostet. Wenn ich jetzt doch 2,65, muss sogar gucken, ob ich das richtig gesagt habe. Aber ich mag die nicht so. Manchmal lösen die sich nicht auf und dann, ich weiß nicht, feier die ganz normalen, die stinkt einfach mehr wie die etwas hochwertigeren sozusagen. Keine Ahnung. Ich glaube, so Pulver wäre auch noch besser wahrscheinlich. Egal, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Dann habe ich Wattepads gebraucht, habe ich für 79 Cent mitgenommen, damit ich mich endlich mal wieder gescheit abschminken kann. Momentan wasche ich mich einfach nur mit Seife ab. Ja, aber wasserfestes Make-up geht besser mit Make-up-Entferner und Wattepads. Deswegen habe ich das mit. Habe ich mir auch schon mal gedacht, ich kann ja mal so wiederverwendbare kaufen, aber bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Dann nähen ja manche welche selber, finde ich auch voll cool eigentlich. Ja, WC frisch habe ich mitgenommen, wollte ich mal testen. Eigentlich haben wir haben 2 WCs ohne Spülrand, also ohne, dass das unten drunter so ein Ding ist. Und da halten die Dinger eigentlich nicht so gut, aber trotzdem finde ich das cool. Irgendwie riecht ja die Toilette besser. Ich schaue mal, wie ich das montieren kann, dass das auch hält. Ich hoffe, also ohne diesen Spülrand haben wir halt Klos, keine Ahnung, glaubt mein Mann. So kann sich natürlich auch keinen Dreck ansammeln, aber so ist es mit diesen Dingern immer ein bisschen blöd, weil das Wasser vorne wo ganz anders kommt. Egal. Für 1,33 waren die eben im Angebot. Und da gab es so einen Coupon K4 von einer bestimmten Sorte, also entweder Biff, WC Frische oder noch irgendwas. Und da ich unser WC-Reiniger für die Toilette ausgegangen ist, habe ich gleich die mitgenommen für 1,49 jeweils. Davon habe ich 3 Stück mitgenommen. Genau. Und mit dem hier zusammen, also jeweils 1,49 und 1,33 minus 2 Euro, weil ich da so einen Coupon hatte. Den hängen auch gerade im Rossmann rum. Ja. Können wir auf jeden Fall wieder ordentlich in unser WC reinkippen. War dann eigentlich fast genauso vom Preis wie die von den Eigenmarken, deswegen habe ich das mitgenommen. Die Lieblingszahnpasta von den Mädels habe ich auch mal wieder mitgenommen für 45 Cent. Müllbeutel, weil wir keine mehr hatten, für 59 Cent. Was habe ich noch? Wattestäbchen für 35 Cent, weil wir unten keine mehr haben. Ich sage ja, heute habe ich wirklich nur Sachen mitgenommen,
und wirklich alles nur, was auf meiner Einkaufsliste stand. Außer die Zahnpasta, die habe ich so mitgenommen, das ist so sporadisch, aber sonst stand das alles auf meiner Einkaufsliste. Und, jetzt verarscht der mich auch noch, und 69 Cent für die Zahnbürste, die fand ich interessant, weil da steht Complete White dran. Da dachte ich mir, wie kann eine Zahnbürste die Zähne weißer machen? Keine Ahnung. Der eine oder andere hat es ja noch nicht mitbekommen. Ich putze ja jetzt regelmäßig meine Zähne. Boah, als ob ich das vorher nicht gemacht hatte. Aber nein, abends habe ich wirklich nicht regelmäßig meine Zähne geputzt. Ich habe oft noch einen Betthupferl zu mir genommen und danach nicht mehr Zähne geputzt. Das ist jetzt ganz anders seit meiner Parandandose-Beurteilung vom Arzt. Und ich muss auch sagen, ich glaube, es ist viel besser geworden. Weil Zahnfleischbluten beim Zähneputzen habe ich zum Beispiel gar nicht mehr. Nie wieder, nie. Ich habe da eine richtige Abendroutine, wo ich bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten im Bad verbringe. Mega nervig, aber ich habe mich da jetzt schon so dran gewöhnt, wo ich wirklich mit Zahnseide und mit so einem Drahtding jede Zwischenräume, dann Mundspül und eben Zähne putze. Und das mache ich immer unten, weil oben ist die elektrische. Genau, das wollte ich eigentlich sagen und da habe ich einen halben Roman dazu gesagt. Ist ja egal, auf jeden Fall fand ich die interessante Zahnbürste, deswegen kann ich. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja. Insgesamt habe ich 8,07 € im Rossmann ausgegeben und 4 € eben im Kick und mehr habe ich gar nicht ausgegeben. Ja, und jetzt gehen wir dann später noch in die Stadt. Sobald mein Mann, glaube ich, in die Arbeit geht, der hat Spätschicht. Und da wird dann, ich brauche Leggings eigentlich für die Babys. Ach, eigentlich für die Kleine. Schauen wir mal, ob die im H&M oder so im Angebot sind, sonst wird irgendwann demnächst eine Primark-Tour angesagt, ja. Primark ist ungefähr 1,5 Stunden von mir entfernt, aber so ein paar Sachen für den Herbst brauchen wir schon noch und da ist es echt immer gut und günstig, würde ich sagen, gerade so Leggings. Eigentlich brauche ich nur Leggings von Primark. Hä? Du musst morgen arbeiten. Den ganzen Tag. Kann morgen fahren, ja. Da will aber die Arbeit nicht haben in der Arbeit. Könnt ihr mal anrufen und fragen, ob ich nicht Arbeit kommen brauche, weil ich zum Primark will. Ja. Ja, so ist der Stand der Dinge. So, Teil 2 auch erledigt. Wir waren jetzt noch in der Stadt. Da kam auch ein bisschen was mit. Bei Ernstings Family haben die gerade übelst reduziert. Vielleicht lohnt es sich ja auch noch, wenn ihr noch vorbeischaut. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich bin aber auch schon viel zu spät. Also ich glaube, das hat schon viel früher angefangen. Aber trotzdem wollte ich noch ein bisschen was Süßes abgreifen. Zum Beispiel diese süße Hose war jetzt auf 2,99 €. Also allgemein alle Hosen, alle Hosen waren auf 2,99 €. T-Shirts und sowas, so dünnere Sachen auf 1,99 €. Und ja, also richtig reduziert. Also vor allem, wenn ich mir denke, ich hätte mal 9,99 € gekostet und jetzt 2,99 €, finde ich voll süß. Ist jetzt für die Kleine N104 für nächstes Jahr. Also ihr wisst ja, ich kaufe voll oft vor, weil warum nicht? Dann auch die Hose, die wäre normal auf 12,99 € gewesen, war auch auf 2,99 € runter reduziert. Finde ich, sieht voll stylisch aus. Das ist jetzt für die Bella. Für nächstes Jahr auch eine kurze Hose. Die trägt ja lieber Hosen statt Röcke, Kleider oder sonstiges. Und das ist auch dann für die Luana. Für nächstes Jahr war von 9,99 € auf 1,99 € runter reduziert. Das ist halt so ein Jumpsuit, so ganz locker mit so einem lockeren Stoff, perfekt für den Sommer einfach. Wo man dann auch schnell aus- und anziehen kann, wenn man dann mal aufs Töpfchen muss, ne? Aufs Klo muss. Ja. Und aufs Töpfchen. Aufs Töpfchen oder aufs Klo. Ja, da gab es noch ein paar andere Sachen, die haben mir nicht gefallen. Also mittlerweile bin ich auch so, dass ich nur noch Sachen nehme, die mir wirklich gut gefallen und auch den Mädels gefallen und nicht das kaufen, weil es billig ist. Das hatte ich früher mal, nicht gut. Wirklich nur das kaufen, was man auch braucht. Genau. 7,97 € habe ich ausgegeben im Ernstding. Und dann waren wir noch im Lidl. Wo waren wir noch? Wir waren dann auch noch im Kick, im Action und überall. Da haben wir gar nichts gekauft, gell? Nö. Wir waren im Action und haben nichts im Action gekauft. Ja, weil eigentlich durfte ich mir im Action was aussuchen, aber da gab es nichts. Da gab es nichts, genau. Ich habe eigentlich gesagt zu Bella, wenn sie was gefällt, darfst du das mitnehmen. Aber die Bella meint halt auch, bevor sie was aussucht, was sie gar nicht braucht, dann nimmt sie lieber nichts, weil dann sucht sie halt, wenn sie mal irgendwas sieht, was sie braucht, dann nimmt sie halt eher das. Ja, ja, auf jeden Fall war es das. Dann war ich beim Lidl, da gab es mal wieder was geschenkt. Wir waren eigentlich beim Lidl, weil der auf dem Weg lag. So viel haben wir gar nicht gekauft beim Lidl. Und in der App, Lidl Plus App, ich hoffe, ihr habt es mittlerweile alle runtergeladen, gab es diesmal einen Joghurt geschenkt. Dann haben wir den natürlich mitgenommen. Hätte normalerweise 29 Cent gekostet, aber einem geschenkten Gaul, ihr wisst, schaut man nicht ins Maul. Und aus dem Essen, die Mädels den eh gern. Toast, geschenkten Maul.
Bella, kannst du mal bitte aufhören, die ganze dazwischen zu quatschen? Ich glaube, das ist so ein bisschen nervig. Toast kann mit für 66 Cent. Und zwei Gurken haben wir mitgenommen. Ja, zwei Gurken, weil meine Tochter meinte, wir brauchen zwei Gurken, weil die Gurken sind immer so schnell leer. Und das stimmt wirklich. Also die essen richtig viel und richtig gerne Gurken für 66 Cent jeweils. Ups. Dann hat sich mein Mann Bratwürste, eigentlich Nürnberger Bratwürste, gewünscht. Die gab es aber nicht. Deswegen habe ich jetzt die mitgenommen. 2,31 haben die gekostet. Habe aber auch nur ein Paket. Eigentlich hat er zwei Pakete draufgeschrieben, aber ich wusste ja nicht, ob die ihm schmecken. Deswegen erstmal noch ein Paket. Die Große hat sich dann noch Mikados ausgesucht. Die mag sie voll gerne. Und was haben wir noch? Und dann haben wir überlegt, was wir abends zum Essen machen. Und weil der Papa ja Spätschicht hat und nicht da ist und Bella hat mittags was, hat sie Pizzi Minis, ach was weiß ich, Piccolinos gegessen, genau so heißen die. Also hat sie gesagt, sie hat schon mal warm gegessen, also können wir Brotzeit am Abend machen. Ja, warm gegessen, vollwertige Mahlzeit, aber die Kleine ist ja im Kindergarten, deswegen passt das schon, die hat da wirklich warm gegessen. Hat sie sich das Vollkornbrot ausgesucht. Ja, die mag lieber so Vollkornbrot statt wie Semmeln. Ich bin da ja eher der weiße Typ-Fan, aber die Bella mag lieber so Brot, Vollkornbrot lieber. Ja, und im Lidl haben wir dann nochmal ausgegeben. 6,39 Euro. Jetzt haben wir es 14.25 Uhr. Ich habe die Bella gefragt, sollen wir die Luana gleich vom Kindergarten abholen? Die Bella, nee. Also warten wir jetzt noch ungefähr eine Stunde. Dann holen wir die Luana vom Kindergarten ab. Die hat ja heute ihren ersten Tag, da wird sie bestimmt viel zum Erzählen haben oder wie auch immer. 2,5 Stunden. Nein, jetzt ist 2:30, Schatz. Kurz vor 2:30. Also in einer Stunde sowas holen wir sie. Kannst noch spielen in Ruhe. Ja, genau. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerade hier am Videoschneiden für euch und zwar diesen Vlog. Und ich habe gemerkt, ich habe gar kein Ende gemacht. Deswegen möchte ich mich jetzt hier noch verabschieden. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und über ein kostenloses Abo auch. Aber das wisst ihr ja. Ja, und ich fange jetzt mal an zu schneiden. So ist das nämlich.